Oh, Gleiten kostet Ausdauer. Dann bin ich richtig froh, da ich mich für Ausdauer entschieden habe. Warum ist das so weit weg? Warum darf ich noch nicht nach Mordor? Na, er hat es nur empfohlen. Aber ich glaube, ich sollte auf den alten Sack hören. Ah, eine Kiste! Entschuldigung, König. Man sollte nicht sagen, dass ich keinen Respekt habe. Vor der Geschichte. Bevor jetzt gleich alle schreien, dass ich das Plateau verlasse und hier vielleicht irgendwas noch ist, man kann sich ja auch zurück teleportieren. Ich hab zuerst die falsche Taste gedrückt. Eine Leiter im Nirgendwo an einem Schrein. Eine Kiste, die keine Kiste ist. Oh. Ach krass, ich muss die erst rausholen. Die war schon ein bisschen eingerostet. Es wird schon gesagt, ich soll den nächsten Aussichtsturm finden. Wir sind auf dem Weg. Beziehungsweise, es ist kein Aussichtsturm, aber es ist schon mal etwas, was ein bisschen höher ist. Oh ja, meine Tasche ist voll im Moment. Ein Schwert. Ach, rostiger Zweihänder. Ich denke mal, ich kann jetzt den ganzen Schrott. Na, Schrott vielleicht nicht genannt, aber. Nee, da kann ich das nicht wegschmeißen. Dann nehmen wir erstmal den einen mit. Ja, verrostete Hellbarde wäre auch besser. Sind aber hier einfache. Also jedenfalls einfach besser als der Speer. Komm, wir schmeißen den Speer mal eben weg. Auch wenn die verrosteten Sachen wahrscheinlich nicht lange halten werden.
guck kurz, ob noch eine Kiste im Schlamm versteckt ist. Antike Schraube. Da ist nochmal ein verrostetes Schild, nicht verrottet. Und hier ist ja schon der Platz, wo die Kiste war. Ah, da ist noch eine Kiste. Es ist dafür kein Platz in deiner Tasche. Ich hoffe, das Inventar kann man später ein bisschen vergrößern. Obwohl, später werden wir wahrscheinlich viele Schrottwaffen gar nicht mehr einsammeln. Vielleicht nehme ich zurzeit noch einfach zu viel mit. Moment mal. Ey. Also diese Momente, wo mir irgendwelche Sachen entgegengeworfen werden. Ih, Nasenbär-Riesen. Bin jetzt eigentlich doof? Habe ich jetzt eigentlich den... Da, wo ich eigentlich hin wollte, habe ich das eigentlich nicht mehr... Boah. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Da, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt bin ich ganz falsch gelaufen. Und übrigens wechsle ich gerade das Gebiet, das will ich auch nicht. Da ist das Ding. Ich glaube, da ist ein Huhn. Also wenn's ein Turm hier gibt, müsste das die Position da sein. Oh, ich bin gesprungen und hab nicht markiert. Das hätte auch ins Auge gehen können. Oh.
Ey! Oh, Wegweiserschilder. Zwillingsberge. Iliasee. Können noch Einhörner sein. Moblinhauer, der spitze Stoßzahn eines besiegten Moblin. Er ist zu hart, um Werkzeuge daraus zu schleifen. Kann aber zusammen mit Insekten. Bla bla bla. Bockkeule. Bockblind. Plump, aber sehr schmerzhaft, wenn sie trifft. Schlägt Feinden den Schild aus der Hand. Und ist einfach mal genauso groß wie mein Spielcharakter. Oh, jetzt habe ich Angst gehabt vor meinem eigenen Schatten. Oh, verdammt. Doof, einen Fuchs zu jagen. Krasser Scheiß. Habt ihr gesehen, wie ich den weggeschleudert habe mit dem zweiten Rundumschlag? Der schlägt nicht nur das Schild den aus den Händen, der schlägt den alles aus den Händen. Da vorne wäre der erste Tempeleingang. Mein Gott, er kommt mit dem Besen an! Wischmob, diese Waffe hat ihren großen Auftritt, wenn es darum geht, die gute Stube zu reinigen. Kann zur Not aber auch angreifen, um die Ohren. Auch angreifen, um die Ohren geschlagen werden. Bockblingherz, ein sehr seltene Zutat, die du nach dem Besiegen eines Bockbling erhalten hast. Es pocht noch sachte vor sich hin, ob es wohl für irgendetwas gut sein wird. Sehr guter Chat-Kommentar. Sie wollten mich zu Tode mobben. Mobbing auch in der Zelda-Welt, ein weit verbreitetes Thema. Das ist Erz. Kann ich Erz abbauen? Ich habe extra den Hammer nie verwendet. Oder habe ich den doch verwendet? Nein, hier, der Eisenhammer. Sehr cool. Da kriege ich Feuersteine her. Und Bernstein. Wenn ich jetzt später noch irgendeine Waffe kriege, beziehungsweise irgendwas, womit ich, wie heißt das? Einen Kochtopf aufstellen kann. Bin ich noch mehr begeistert.
Vorhin lag hier doch was mit Fragezeichen, oder? Es geht wohl um Wind hier. Vom Winde verweht. Und es gibt nichts am Anfang, wo ich besamt werde. Ach, wisst ihr, was ich benutzen muss? Hui! Okay, da kann man nicht klettern. Hätte ich jetzt gedacht. Wie? Ah! Wie lasse ich los? Ach, mit X. Das ging ja noch einfach. Ich hätte aber mal eine andere Handposition. Vorhin, die ersten haben immer so gebetet mit den Händen. Und der sieht jetzt aus, als wenn er gerade eine Sitcom guckt. Über Feuern entstehen Aufwinde. Aha, das wird wahrscheinlich noch interessant im Lavagebiet. Oh nein, ich habe mir dazu nichts angeguckt, aber das da hinten wird kaum Mordor sein. Und dementsprechend wird das ein Lavagebiet sein, wo man wahrscheinlich solche Auftriebswinde wirklich nutzen kann. Schwimmt mir die Kiste da gerade weg?
Okay, das Wasser ist nicht kalt. Ach, sobald ich im Wasser bin, kann ich leider... nicht mehr, wie heißt das? Meine Fähigkeit einsetzen. Und ich kann maximal 3 Eisblöcke haben. Rubine. Aber das Gefühl, Zelda müsste in irgendeiner Ecke mal einen richtig schönen Sprung machen, wo das Gewässer tief ist. Wahrscheinlich sterbe ich dann auch. Ein anderer Mensch. Oder was auch immer hier unterwegs ist. Das Ende ist nah. Du hast kein Schild um deinen Hals. Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das schlägt die anderen um Längen. Wo kommst du denn her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Ja, ist ja auch voll das... Weiße... Standing Ovation. Wen willst du denn hier draußen in der Wildnis treffen, außer jemanden, den du noch nie gesehen hast? Naja, ist im Grunde ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Und ich spreche nicht von Pilzen oder so, ich meine die Türme. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all die verlassenen Schreine an zu leuchten. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir ja nicht entgeht, wenn sich da noch was tut. Ja, welche Sache denn? Na, den Wächter natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten über... Hyrule, oder? Das Ding dort drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Gute Beschreibung. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte. Und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss, aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckt hat, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Es ist ein Wunder, dass ich in den Wald gekommen bin und mich verstecken konnte. Wie? Meine Reflexe? Nein, nein, ich mache mir da keine Illusion. Das war reines Glück. In der Gegend um Schloss Hyrule, gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Das war alles? Ich dachte, ich könnte für dich... Wo willst du denn hin? Einfach der Nase lang. Diese Brücke ist wichtig für den Handel und... Mit wem wollt ihr denn handeln auf der anderen Seite? Da ist nichts. Naja, weiter geht's. Ist eine riesige... Da ist doch ein Monster, das mich verarschen will. Und keine Meerespflanze. Alter Schwede!
Nein, seine seine kostbaren Zutaten. Oder seine kostbaren Drüsen. Otto-Rock-Ballon. Dieser Ballon hat einen großen Auftrieb, daher kannst du damit Dinge fliegen lassen. Halte ihn dazu in die Hände und platziere ihn auf das gewünschte Objekt. Wenn ich jetzt zu dem Ding rübergehe, aktiviert er sich dann. Und was ist da hinten? Ein großer Drache. Aus Eisen. Aber wird wahrscheinlich nur ein Unterschlupf sein. Ah nee, komm. Jetzt nicht zu weit von der Route. Ich will auch den Turm machen. Beziehungsweise links den Turm mal eben rüber, damit wir das Gebiet aufdecken können. Und was auf dem Weg mal so kommt, rechts und links, das nehmen wir mit, aber jetzt nicht zu weit den Umweg machen. Zum Beispiel da rechts hoch der Weg, das sieht wieder sehr interessant aus. Hier wird kein Horn geblasen. Ach, die müssen ihre Waffen erst holen. Bei der Macht des Wischmobs, ich werde dich bereinigen. Nein! Nein! Ba-ba-ba-ba-da-ba-ba. Verdammte Hacke nochmal. Oh, krass. Ich bin im falschen Menü. Leider fehlte mir die Waffe. Ach, wie geil ist das denn? Also, liebe Kinder, perfektes Ausweichen lohnt sich.